So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Schlag den Star. Wir probieren es erneutes Mal, das mit der Aufnahme. Irgendwie hängt sich dieses Spiel bei diesem Spiel immer auf. Sollte das der Fall jetzt wieder sein, dann werde ich das Let's Play sogar abbrechen oder ein anderes Let's Play reinpacken. Gut, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Schlag den Star. Wir sind am Start mit Spiel Nummer 5. Und zwar Musikinstrumente. Es geht anhand einer kurzen Musiksequenz, ein Musikinstrument zu erkennen und zu genau zu benennen. Wer den Buzzer drückt, hat 5 Sekunden Zeit, seine Antwort auszuwählen. Bei richtiger Antwort bekommt ihr einen Punkt, bei falscher bekommt der Gegner natürlich einen Punkt. Das ist aber klar. Wer es da 6 Punkte hat, gewinnt das Spiel. So, jetzt hoffe ich, dass alles wirklich gleich läuft. Den Ablauf solltet ihr schnell drauf haben. Ihr hört eine kurze Musiksequenz, immer gespielt von jeweils einem Instrument, und ihr müsst das Instrument nennen. So genau wie möglich. Nur Streichinstrument reicht nicht. Wer den Buzzer drückt, hat 5 Sekunden Zeit, seine Antwort auszuwählen. Bei richtiger Antwort bekommt ihr einen Punkt. Bei falscher bekommt euer Gegner einen Punkt. Wer als erster 6 Punkte hat, gewinnt das Spiel. Zeigt, was ihr könnt. Aufgepasst, wir fangen an. Gut, let's go. Meine Vermutung. Gut, dann wollen wir mal das Ganze auflösen. Yes! Das war einfach blind geraten, aber ich passt. Richtige Perfekt. Antwort. Gib doch bei allem eine Taktik. Ja, wunderbar. Einfach nur Blasinstrument reicht hier nicht. Richtet euch nach den angegebenen Möglichkeiten. Punkte braucht ihr nicht zählen, dafür sind wir ja da. Richtig. Jetzt werdet ihr bald ins Schwitzen kommen. Mal gucken. Das ist sowas. Na, scheiße, das weiß sie. Was hat sie eingeloggt? Die Spannung steigt. Die richtige Antwort ist. Konga. Falsch. Sehr gut. Tut mir leid, das ist nicht richtig. Mir reißt gleich die Geduld. Ja, das haben wir natürlich gut gemacht. Ich habe ein paar Punkte mitgenommen. Dann machen wir mal weiter. Sorry, wenn das aber das Mikrofon ein bisschen dröhnt. Das ist sehr nah von dem Bildschirm. Das weiß ich? What the fuck? Ihr wollt sicher die richtige Antwort hören. Santur. Das hätte ich eh nicht gewusst. Ich kann kaum ein. Das ist tatsächlich eins der wenigen Dinge, für die ich mich interessiere. Musik, okay. Sieht interessant aus. Mhm. Einfach drauf los. Nicht so zögerlich. Jetzt werdet ihr bald ins Schwitzen kommen. Probieren wir es. Ocarina. Vermute ich. Dann lösen wir mal auf. Melodica. Du, die Sack ist es nicht, das kenne ich. Gibt's doch nicht. 2-2. Hier hilft es, wenn man mal in einem Orchester gespielt hat. Hab ich nicht. Neue Runde, neues Glück. Dann schauen wir uns mal die richtige Antwort an. Organetto. Welche Überraschung. Das ist ganz falsch. Oh, nö. Ich wäre auch gern mal da unten. Das Spiel ist genauso schön wie das Wetter heute. Dann wollen wir mal schauen, was als nächstes kommt. Das könnte Bass oder so sein. Richtige Antwort wäre Fretless Bass. Aber hallo, das war gut. 3-3. Das ist tatsächlich eins der wenigen Dinge, für die ich mich interessiere. Ja, dieses immer zwischen wieder Gequatsche. Na gut. Ach, das erinnert mich an meine erste Blockflötenstunde. Das wird heute ein harter Kampf. Dann machen wir mal weiter. Ich vermute, dass es sowieso was ist.
Eins von den letzten beiden. Die richtige Antwort wäre... Eine von den beiden. Das andere da. Ah! Leider daneben. Ich dachte, eine von den letzten beiden ist es. Mensch, war das schwer. Ich kenne mich zu wenig mit den Instrumenten aus, dass ich das irgendwie groß wüsste. Das ist eigentlich, teilweise ist es blind geraten. Ta-ta-ta-ta! Hier spielt die Musik. Eine neue Runde beginnt. Aber das Ding dauert ja noch lange. Synthesizer? Ihr wollt sicher die richtige Antwort hören. Moog Synthesizer. Ja. Stimmt. Das kann ich tatsächlich ein bisschen... So schwer war das gar nicht. 4-4. Konzentration bitte. Hier muss man verdammt aufpassen. Mhm. Kann sich noch jemand an Ringing the Bull erinnern? Bitte nicht. Jetzt werdet ihr bald ins Schwitzen kommen. Ach, das ist Saxophon ist es. Nein, das ist eine Klarinette. Hier ist die richtige Antwort. Nee, doch nicht. Saxophon. Yes! Yes! Super! Ich hatte vermutet, dass es halt doch eine Klarinette ist, aber es ist eine Saxophon gewesen. 5-4. Für uns. Yes. Instrumentenbauer hätten hier auch einen klaren Vorteil. Neue Runde, neues Glück. Oh, das ist sowas Basslastiges. Komm, jetzt drin weiter. Das ist bestimmt eine Posaune. Korrekt ist Bariton-Saxophon. Schon wieder ein Saxophon? Nee, die Antwort war falsch. Nee, ne? Hört genau hin. Und unser Spiel geht weiter. So, es geht um den Sieg. Stimmt falsch. Hier ist die richtige Antwort. Piano. Es ist ein Piano, es ist kein E-Piano. Nee, das passt nicht. Scheiße, das hat sie gewonnen. Schade, ich dachte, ich krieg das hin. Wow. Super, die gewonnen. Scheiße! Hab ich schon ein bisschen verkackt selber. Scheiße, Mann. Der neue Punktestand sieht damit so aus. 7-8, liebe Leute. Kannst du diesen Vorsprung auch ins Ziel retten? Yvonne. Komm, jetzt mit der Führung in die Aufnahmepause. Weil die nächste Folge ist, Dings ist quasi, ja. Spiel 6. Aber das machen wir noch. Türme von Hanoi. Türme von Hanoi. Spieler müssen einen Turm aus mehreren Scheiben von ganz links über einen mittleren Stapel, der ganz rechts auf der blauen Scheibe sitzt. Da dürfen sie immer noch eine Scheibe gleichzeitig bewegen und es darf nie eine größere Scheibe auf einer kleineren liegen. Wer es schafft, gewinnt das Spiel. Oh, das ist nicht ohne. Na gut. Wir tun unser Bestes. Wir wollen das Ding ja natürlich. Doch bevor hier überhaupt gespielt werden kann, müssen zunächst die Regeln geklärt werden. Ihr müsst den Turm von ganz links nach ganz rechts auf den blauen Stift versetzen. Dabei dürft ihr immer nur eine Scheibe gleichzeitig bewegen und es darf nie eine größere Scheibe auf einer kleineren liegen. Wer das zuerst schafft, gewinnt das Spiel. Dann wollen wir mal. Sorry, ich muss mich ein bisschen konzentrieren gerade. So, warte mal. Ich glaube, ich hab's. Jetzt die Kleine da oben drauf, dann haben wir es.
Ach Gott, die große da auch noch. Ach Gott, nein. Die habe ich gar nicht gesehen. Scheiße. Jetzt habe ich ein Problem damit. Die muss nämlich da drunter noch. Die habe ich nicht mitbekommen. Scheiße! Die da drauf. Scheiße, Mann. Ich habe mich ein bisschen verbaut gerade gehabt. Warte mal, machen wir das. Die tun wir wieder rüber. Dann tun wir die dahin. Ich muss die blaue irgendwie runterkriegen.
Ich muss die blaue als Grundlage hinbekommen. Die. Warte, bitte. Ich muss die Schwarze rüberkriegen. Das ist das Problem gerade an der Sache. Nee, warte mal. Die müssen wir rüberziehen. Ich muss ja alles komplett da links tun, damit ich die Schwarze rüberziehen kann. Ich muss jetzt komplett wieder umbauen. Ich muss jedes Mal jetzt... Ich guck mich gerade an. Warte mal. Doch, das ist richtig. Nimm mal die grüne. Ne, die grüne als Grundlage. Nein, warte mal, die blaue. Die blaue muss rüber. Ich muss jetzt komplett umbauen, sodass ich die blaue frei bekomme und rüber kriege, dass ich an die schwarze rankomme. Sorry, das ist jetzt alles ein bisschen Umbauarbeit. So, der rüber. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Ach, aber brauche ich den so dahin? Der muss dahin. Das ist der Plan. So, der ist rüber. Jetzt, das ist das Wichtigste. Das heißt, wir müssen jetzt alles komplett umbauen. Ich muss jetzt den blauen frei bekommen, damit ich den rüberkriegen kann. So. Den darauf. Den ganz rüber. Warte mal. Anders bauen. Ich muss den grünen runterkriegen, damit ich den blauen frei bekomme. So.
Warte mal. Nee, ich weiß schon wieder. Ich baue schon wieder Scheiße. So, also. Sorry. Darüber gehen. Jetzt muss der Grüne rüber. Weg mit dem Grün. Der Gelbe hier runter, der Rote drauf und dann geht's schnell. So, der Rote da drauf. Ich hoffe, dass sie nicht schneller ist, aber ich habe einen Fehler eingebaut und das war mein K.O. So, jetzt haben wir es. Puh! 12:44. Der Klügere gewinnt. Los geht's. Ich glaube, dass sie nicht lange länger braucht. Ich glaube, die wird das Ding gewinnen. Ich habe sehr lange gebraucht. Spur bewusst jetzt erstmal vor. Die schneller. Weitem. Die muss mich das Grüne rüber, dann das Rote rüber. Jetzt machst du nicht rüber, jetzt zieht sie den Roten wieder weg. Jetzt muss der Gelbe drauf, der Rote drauf und sie ist 5 Minuten schneller als ich. Ich lass mich nicht so leicht unterkriegen. Jetzt kommst du. Das hat's aber gut gemacht. Das war ein toller Sieg, Yvonne. Sehen wir uns mal den Zwischenstand an. Damit hast du deine Führung klar ausgebaut, Yvonne. Spiel 7. Das machen wir bei der nächsten Folge dann. Würde ich sagen. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Schlag den Star.